Ihr Lieben da draußen, letzte Folge, das Zähm-Desaster. Wir haben irgendwie alles versucht zu zähmen und alles ist gestorben. Aber diesmal ändern wir. Wir ändern, also ich ändere mal meine Waffe, die ist zu, ich glaube, die ist auch zu stark, die macht so viel Schaden. Und wir craften gerade Munition für Darts. Ich muss mal ganz kurz hier die ganzen Namen ausstellen. Das ist so schrecklich. Man sieht immer nur Namen. Das hebe ich nicht jedes Mal auf. Wir schmeißen hier die ganze Zeit immer ihre seine Implantate weg. Wissen das war ich gerade. Okay. Ja. So, pass auf. Ich mache mal ganz kurz das ganze Zeug weg. Das mal hier rein. Machst du rein zufällig gerade, wie heißt das? Longnecks? Ich bin gerade dabei. Das ist gut. Wieso gibt die Taste keine Reparatur? Egal. Gab es da nicht immer eine Schnelltaste E oder sowas? Oder R für schnell reparieren? Also normalerweise ist es E. Ja, ja, aber hier ist kein Buchstabe gewesen gerade und hat nicht funktioniert. Komisch. Ja, fand ich auch gerade. Muss ich gerade zweimal gucken, ob ich da irgendwas falsch mache. Was, dass ich mal was gucken wollte? Vielleicht habe ich irgendwo. Ah, das habe ich, glaube ich, hier sieht man das gar nicht, ne? V-Sync. Ob ich vielleicht irgendwie V-Sync angestellt habe hier oder so. Ich glaube, das hat gar nicht oder so. Soweit ich das erkenne, oder? Vielleicht kann ich das noch hier mal gucken. Weil V-Sync ist ja das, was versucht immer so Lücken so kleine Lecks zu über. Also die Zuschauer werden mich ganz sicher berichtigen, dass ich das wieder falsch sage, aber ich meine, das versucht. So kleine Lecks zu überbrücken. Und dann gibt es dann eben dadurch auch größere Frame Drops, wie jetzt zum Beispiel, ich habe ja manchmal FPS von 100 oder 60 oder 80 und auf einmal habe ich dann nur noch plötzlich 10. Und das ist einfach zu stark. Wenn das passiert dann, glaube ich, durch dieses V-Sync-Gedüdel. Ich kann nicht. Wusste ich gar nicht. Das habe ich hier nicht an, ne? Was ist der Teufel? Weiß er nicht. Egal. Haben wir irgendwo eine Kiste, wo ich Sachen reinschmeißen kann? Kommt drauf an, was. Ich muss doch irgendwas zu Hause bei mir haben, oder? Mal gucken, ob ich eine Kiste habe. Wäre eine coole Sache. Hallo, habe ich eine Kiste? Boah, ich brauche eine Kiste bei mir zu Hause. Ist das eine Kiste? Eine Reinschmeißkiste. Ja, so eine, einfach so eine. Oh, ich liebe diese Kisten. Ja. Mein Ding. Kein Bock zu ordnen. Wo waren diese so tollen, schön? Was ist denn jetzt schon wieder mit meinem Körper los? Was ist denn jetzt schon wieder? Trinken. So, hat er getrunken, ist er froh. Ist der Schrank? Ist der Schrank nutzbar? Gucken wir mal. Irgendwie sieht mein Haus so aus wie so ein Hobbit-Haus irgendwie, so ein bisschen. So klein. So. Oh cool, das ist wirklich was. Ja, cool. Dann schmeiße ich da mal ein paar Sachen rein. So, da. Erstmal die Waffe weg. So, tue ich die Waffe komplett weg. Schwert bin ich auch kein großer Fan von. Schild fand ich gut. Darts kommen weg. Schnecke kommt weg. Okay, gut. Was habe ich jetzt hier wieder für einen Quatsch? So, raus. Okay. Also, jetzt brauche ich nur noch eine Longneck. Dann habe ich schon eine hergestellt. Cool, dann kannst du ja losgehen. Fehlt nur noch Munition. Munition hattest du auch schon hier? Erstelle ich gerade her. Darts meinst du, wolltest du sagen, ja, oder? Ja, so ein bisschen Darts. Munition würde ich trotzdem nehmen. Ich nehme mal hier 33 Schuss zum Ballern fürs gute Gelingen.
Ich habe so lange keine Longneck mehr genutzt, weil wir haben ja in Staffel 13 bei Scorchers war ja das Maximum der Hightech-Geräte eine Longneck. Alle anderen Geräte waren ja ausgestellt. Ich hab mich ja geweigert, eine Longneck zu nutzen. Ich habe einfach nur den Bogen genutzt. Na, das so gekloppt. Gekloppt habe ich das. Wir gucken uns das Gewächshaus mal jetzt an, solange wir. Boah, ist das Ding groß, ey? Dieser Kadaverköter hier. Ja. Oh. Hast du nicht schon da? Ja, er ist schon da. So. Die Kim hat immer noch Probleme, Leute. Irgendwas ist zerschossen bei ihren ARC-Dateien und sie kann zwar alles spielen, nur nicht auf dem Fjordor-Server. Oder Mods oder sowas. Wie ist das Glas auch so gelb? Warum ist das so gelb? Ist das ein spezielles Glas? Oder hast du das angemalt gelb? Bei mir ist das ganz normal. Nee. Komm mal hier. Komm mal rein. Und? Guck mal auf das Glas hier. Für mich das grün-gelb. Stimmt. Ich bin drei sehr Level, komisch. Level drei Level aufgestiegen. Wann war denn das? Wann ist denn das passiert? Wann ist mir dieses Malheur passiert? Oh, ich muss erst groß schreiben. Der Stone ist ja gerade am Helfen, der Kim, aber irgendwie seit 3 Tagen versuchen wir irgendwie das Arc wieder von Kim zum Laufen zu bringen. Irgendwas ist da zerschossen, weiß der Geier was. Aber das Lustige ist, naja, lustig ist es nicht, das Interessante ist, dass es bei einigen Leuten auch so passiert ist, wie bei der Kim. Einfach so irgendeine Datei kaputt und dann plötzlich kommst du auf einige Server nicht mehr drauf. Ja. Ich habe das Fleisch mal aus Kims Inventar genommen. Bevor es da weggammelt. Dauert echt ewig, die Sachen herzustellen. Ja, finde ich auch. Ich mache mal Folgendes. Ich suche, also der Plan heute ist, endlich mal ein Flugdinosaurier zu, oder Flugkreatur zu zähmen. Weil wir, die Gargons sind super. Ich muss tatsächlich sagen, Gargons fliegen gut, sind schnell, recht stark. Was mich ein bisschen stört, ist einfach, hey, gehst du mal in die Kiste und craftest einen Gargoyle, weil er aus Stein ist. Finde ich doof. Ich will irgendwas zähmen. Ich such mal, ja? Ja, mach das. Gibt's irgendwas, das du haben möchtest oder was, das wir Besonderes haben wollen? Also, wenn du einen Rock findest, dann einen Rock, ansonsten einer von diesen neuen Weibern. Oder Wasserweibern. Rock? Was ist ein Rock? Auch ein Flugweibern. Oh. Haben wir den letztes Mal gesehen? Vielleicht hast du ihn schon mal gesehen, aber ich bin mir nicht sicher. Nutzt du eigentlich ein Headset oder Standmikrofon oder sowas? Headset. Da muss das Headset, glaube ich, mal ein bisschen weiter wegnehmen. Ganz leicht. Oh, die Ents gehen hier ab. Oh, Enting ist hier. Enting. Kleine Hobbits. Wir haben uns jetzt dazu. Nein, wir haben uns. Was sagt der Baumbart? Ah, wir haben eine Entscheidung getroffen. Wir sind dazu. Wir haben uns dazu entschieden, ihr seid keine Orks. Nach gefühlt 3 Tagen. Und ich finde Pippin immer so gut. Ja, das ist doch eine gute Sache. Ich fliege mal ganz woanders hin. Wir fliegen ja immer die gleichen Strecken. Ja, fast immer die gleichen Strecken. Wo sind wir eigentlich noch nicht gelandet? Da oben. Was ist das? Macht schon wieder irgendjemand Laser? Laserschüsse. Manche Kreaturen sind hier aber echt brutal. Diese ganzen. Wie heißen sie? Dingsbums. Nicht mal diese Art Beschützer der Felder hier, die ja irgendwie so Laser
Zeug schießen. Oh, ein Mesopithecus. Schrotte. Und das ist doch voll schön. Oh, ganz viele. Oh, ein Kombi. Habe ich was zu essen dabei? Hast du was zu essen dabei? Aber nicht das Richtige. Der ist ja kein normales Fleisch. Du musst ja für Dings haben. Keulen. Keule. Oder hast du ihn schon mal mit dem normalen Fleisch gezähmt? Wurde irgendwas geändert? Nee, kann man immer noch nicht zähmen. Alle, also fast alle Tiere von dieser Mod kann man momentan nicht zähmen. Passiv zähmbar sind. Ach, das ist der dieses Geräusch hier macht. Mein Gott. Oh, was bist du denn? Oh, du siehst ja hübsch aus. Was bist du denn Schönes? Rede mit mir. Oh, Blutwirrwarn. Die kann man zähmen? Ist leider nur Level 63, aber voll schön. Ja, die müsste man auch zähmen können. Okay. Koordinatos. 25. 62. Okay. Also vom Level eigentlich No-Go. Vom Aussehen, wow. Richtig cool. Boah, das hat mich einmal getroffen mit 493 Schaden. Mhm. Ich würde ein Foto machen. Bin ganz nah rangeflogen, hat er mir eine Keule gegeben. Ich habe hier wieder so einen dicken kleinen Oger mit diesem Holzrucksack auf dem Rücken. Den wir versucht haben zu zähmen. Ja, den. Das mit dem schönen Thumbnail. Das Thumbnail hat nämlich. Da habe ich ein Foto von gemacht, wo ihr gerade dem Arm das. Bauchnippel-Piercing geschossen habt mit dem Pfeil. Genau durch den Nippel durch. Flatsch! Oh, was bist du denn für ein Truthahn? Oh, das ist wirklich dieses Truthahn-Vieh. Das ist ein? Ein Cockatrice oder Cockatrice oder Cockatrice oder so. Trike. Keine Ahnung. Sieht aus wie so ein Huhn. Riesengroß. Ach so, ja, der spuckt Gift, glaube ich. Mhm. Hm? Was ist das hier? Kommt hier Loot runter? Scheint so. Irgendwie, bis auf diesen einen Wirwarninski habe ich keinen gefunden. Dann fliege ich mal ganz kurz Richtung der Hydra. Weil der Hydra, oh, hier gibt es die ganzen Bären. Oh, hier ist ein ganzer Berg voller Bären. Berg. Bär. Weil die Karte ist viel zu groß, um das irgendwie zu Fuß oder mit irgendwelchen Lauftieren immer zu machen. Ja. Ist echt riesig. Oh. Was bist du denn für ein Drache? Was bist du? Ist das der Drache, den die Kim haben möchte? Das ist ein Drallion. Ich glaube, das war der die haben wollte. Ist der klein? Klein, ja. Hübsch. Sehr hübsch sogar. Und 133 ist nur okay Level. Ja, das war der, glaube ich. Das ist voll hübsch. Können wir ihr ja auch zähmen. Und die Kim will da, glaube ich. Ich weiß nicht, will sie nicht selber zähmen? Gute Frage. Nächste Frage. Warum ist die Banane krumm? Du wolltest eine nächste Frage, jetzt gebe ich dir eine. Ja. Weil sie zum Licht wächst oder irgendwas war da. Richtig, Richtung Sonne. Machen ja sowieso alle Pflanzen. Alles. Ja. Ach da, alles dreht sich Richtung Sonne.
Ah, ich bin hier, wo diese riesengroße hessische, wie heißt die nochmal, Kakinos mit diesen ganzen Skeletten dran war. Huch, was bist du? Ach, da. Oh, Level, bist du denn das? Sagen du bitte jetzt schnell. Haben wir Möhren? nein, noch nicht. Ein weibliches Pony. 133 und voll hüppelig. Ach, wie süß. Schade. Ach, im Ernst, ich habe erst 71 Betäubungsdaten. Ups, die ist voll wütend, die Hydra hier. Kann man die Hydra zähmen? Ja, kann man. Alter Scheiße. Voll wütend. Und auch nicht schlecht, nicht gut gelaunt. Oh, doch eine Hydra. Oh, die kämpft gegen einen anderen, gegen den Wirrwarn. Und das ist eine Wirrwarn... Brut-Wirrwarn 182. Ist aber gleich tot gegen die. Ja. Oh ja, ist gerade gestorben. Bäh. Nee. Kommst hier nicht hin. Okay. In manchen Gebieten ist echt FPS nix. Hübschen Farben im Moment. Woher kommen die ganzen hübschen Farben? Ich glaube, das Oster-Event noch an. Ach ja, stimmt ja. Hast du mal gesehen in den Kommentaren zu der Folge Moria? Die Leute sind da schon richtig drauf abgegangen, auf diese schöne Höhle. Die ist ja echt toll gewesen. Ne? Ja, die war richtig schön. Zwar ziemlich leer. Haben sie echt gut gemacht. Ziemlich leer, aber trotzdem super. Jemand hat auch geschrieben, die Höhlen sollen zum Großteil dafür gebaut worden sein, um da drin zu wohnen. Also das heißt, cool. Deswegen gibt es auch weniger Gegner. Oh, hier sind Griffins, also die ganz normalen Standard-Griffins. Ah. Hier sind alles voll. Meinst du, es reichen 100 Darts? Oder soll ich noch mehr machen? Nee, mach ruhig mehr. Mach ruhig mehr. Okay. Oder lass ruhig laufen. Du kannst ja dann schon mal, keine Ahnung, schon losfliegen, wenn du möchtest, oder irgendwas anderes machen. Lass ruhig laufen, lass einfach, crafte einfach und dann wird schon fertig sein nachher. Oh. Hier ist die ist ziemlich blitzig, die Wirrwarr. Das ist bestimmt wieder auch so eine Brut oder sowas. Kämpft gegen irgendwelche Tiere. Willst du denn dann mit Falle oder ohne? Ja, das muss mit, ne? Ja. Oh, die heißt weiblich Stygian Drachentorn. Was? Drachenthorn oder Thorn. Ist auch ein Drache? Der blitzt die ganze Zeit? Stygian. Ich weiß ja gar nicht was. Sollen wir das mal versuchen? Aber welches Level wandert? Level 70. Okay, ist jetzt nicht so der Hammer. Aber sieht voll hübsch aus und sieht sehr besonders aus. Ja, ich kann ja gleich mal vorbeikommen. Ich bin genau, aber wirklich ganz genau... da, wo sich das Buch von der Karte knickt, ganz oben. Also genau bei 10,50, ganz oben, wo der Finger drüber geht. Ah, okay, dann komme ich da gleich hoch.
Ich gucke währenddessen woanders noch ein bisschen nach. Mensch, nix. Oh, hier ist wieder ein Drache, aber so kleiner. Ich glaube, das ist der Drache, den die Kim haben wollte. Das ist dieser. Ja, der Arduros. Arduros, glaube ich, den wollte sie doch haben, oder? Ist das nicht der? Was ist da hinten? Huch, wo ist denn, bin ich denn hier gelandet? Huch, was ist denn hier los? Ui, ich habe eine neue Höhle gefunden, oder besser nein, ein neues Gebäude oder neue. Ist das eine Zwergenstadt? Das sieht ja kräftig heftig aus. Oh, das ist ja krass. Oh, das ist ja richtig krass. Und hier ist auch ein krasser Drache. Was bist du für ein Drache? Püperpaperpü. Der war ziemlich nah. Okay. Das war nah. Nochmal gucken, wie der heißt. Oh Gott! Wo kommt der denn jetzt hier? Aus dem Wasser oder was? Oh, na, Eis, Wasser, weiß ja gar nicht, was wir waren. Beißt mich gerade. Okay. Hier wird wohl Verteidigung groß geschrieben. Okay, ich hab abgelassen. Was hat mich denn da gebissen? Okay, aber gut zu wissen, dass hier ganz viele Wirrwarrs sind. Mich hat gebissen. Die kamen, glaube ich, aus dem Wasser, soweit ich das, glaube ich, gesehen habe. Das ist eine Wasserwirrwarr. Ja, die kamen wirklich aus dem Wasser, wo ich da gerade stand. Böse, böse. Können wir natürlich auch zählen. Ja, wir können alle beide zählen. Die andere? Das auch. Die andere, was ist denn das jetzt gewesen? Ist, ne? Also das ist auch wieder eine Pyrian Fire Wirrwarr. Die andere Pyrian, weiß ja Geier, was wir waren. Nee, Drachen. Ach, die bewachen den Eingang hier. Okay, ich gehe trotzdem mal rein. Leck. Oh Gott, das Spiel registriert mich schon in der Höhle. Erstmal 6 Minuten lecken hier. Oh, hi. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier stecke, aber das sieht richtig heftig cool aus. Das ist ein Riesenkristall. Hey, was ist das für ein Kristall hier? Respekt für die ganzen Höhlen, die ihr hier baut. Das ist ja genauso ein Ding wie bei Moria. Ups, hier ist heiß. Und voll unangenehme Stimmung. Aber cool, dass die Höhle bewacht wird von zwei Drachen. Ein Feuer- und ein Wasserdrache. Sind die echt oder sind die tot? Die haben mich angegriffen. Und ist der Wasserwand hat mich angegriffen. Und die Höhle ist Ach, total krass. abgefahren. Woher kenne ich das? Hier ist auch die Schmiede. Hier ist eine Schmiede. Irgendwie sagt mir das gerade irgendwas hier von WoW gab es ja auch so ein Schmiede in Ironforge. In der Hauptstadt der Zwerge gab es dann auch sowas wie so eine Drachenschmiede, Drachenfeuerschmiede. Ich komme gerade nicht auf den Namen hier. Respekt. Man hat ein paar Lichtprobleme. Irgendwie scheint hier doch die Sonne manchmal rein.
in diese Dunkelheit. Wow. Cool. Lass mich raus. Lass mich da raus. Das ist geil hier. Es gibt sogar so eine Art Loch. Also Loch in der Decke, das wäre so gesehen ein Loch im Boden oben. Und da scheint das Sonnenlicht rein. Die Höhle ist auch recht leer, nur so mal ab und zu so eine kleine Flattermaus. Hat eine riesengroße Eisenvorkommen und ist super schön gebaut. Also ich finde, hier drin eine Base baust, ist das schon mal richtig episch. Ah, da bist du. Wo bin Hallo. Ich? Huch! Ah, du bist auch hier. Ja. Kennst du dich schon? Nee. Hast du schon geguckt? Tatsächlich kenne ich die noch nicht. Na komm mal hier. Hast du den Raum hier schon gesehen? Von daher kam ich gerade. Wie bist du denn von da gekommen? Du bist ja schon reingeflogen. Ich bin hier reingeflogen und dachte, du bist hier lang. Dann hast du dir hinten schon den Durchgang geguckt? Nee, den noch nicht. Da ist noch keine Ausdauer. Das ist das, was ich meinte mit dem Sonnenstrahlen, Licht und sowas. Voll hübsch. Wie baut man sowas? Wo hat denn die ganzen Bauteile her? Das frage ich mich auch. Super cool. Ah. Mhm. Ich liebe es, wenn es begehbare Häuser gibt. Nicht nur so einfach so Hausattrappen. Auch wenn es das alles leer ist, aber ist schon cool gemacht. Sieht schon echt toll aus. Mhm. Ich bin wieder unterwegs nach Hause. Also nach draußen. Ja, ich komme mit. Der Kristall in der Mitte ist voll cool. Ja, das stimmt. Irgendwie könnte man dazu sagen, so als Dungeon Keeper Spieler würde ich sagen, das ist das Herz des Berges oder so. Hast du den Drachen draußen gesehen vor der Tür? Den Feuer habe ich gesehen, aber den Wasserwalber nicht. Ja, den habe ich nach oben gezogen, wenn du nach oben fliegst. Wenn man zu nah an dieser. Ja, wenn man zu nah am Dungeon fliegt, dann lädt er immer wieder. Ja. Hier rechts ist er. Ach, da. Ich glaube, wir könnten hier oben was bauen. Was hältst du davon? Ja, ganz oben oder? Ich würde eher hier. Hier ist übrigens auch so ein cooler Stein, so ein Runenstein. Was ist das denn? Dann baue ich schon mal die Falle hin. Richtig gut gemacht. Aber, ihr Lieben, wir sehen uns in der nächsten Folge. Jetzt haben wir eigentlich mal eine tolle Höhle. Wir haben erstmal eine tolle Tour gemacht, coole Drachen gesehen. Und in der nächsten Folge versuchen wir wieder unser Glück. Bis denn und tschüss.